Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's, euer Sinan, und ich grüße alle Medizinstudierenden, alle Zahnmedizinstudierenden und natürlich die, die es noch werden wollen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Silvesterfest und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, dass ihr auch im neuen Jahr hoffentlich gesund seid, dass eure Wünsche und eure Ziele in Erfüllung gehen. Im heutigen Video geht es um genau das eigentlich, um Ziele. Ich finde, Ziele sind wichtig, sich zu setzen. Erstens, weil man damit erstmal das Ziele setzen lernt. Über 80% der Ziele, die man sich setzt, laut Statistik, werden, also quasi in Form von Neujahresvorsätzen, werden gar nicht eingehalten. Das heißt, es ist schwer, sich einst gesetzte Ziele auch wirklich einzuhalten. Und ich finde, je mehr Ziele man sich, ich sag mal, je öfter man sich Ziele setzt und vor allem auch je fokussierter man dann auf diese Ziele ist, desto besser lernt man dann auch quasi diese Ziele dann endgültig umzusetzen. Das ist das eine. Und das andere ist einfach, ich finde, ein Mensch ohne Ziele ist ein Mensch ohne Orientierung. Es ist wie ein Schiff ohne Segel. Ja? Er gleitet einfach dahin, ohne irgendwie ein bestimmtes Ziel zu haben. Und genau darum geht es. Also das heißt, wer einen bestimmten Endpunkt sich im Leben wünscht, der braucht Ziele und der muss sich diese Ziele setzen und versuchen, auch daran zu arbeiten. Ja, eigentlich soll es gar nicht um irgendwelche langfristigen Ziele in diesem Video gehen. Ich wollte nur mal diese Art Vorrede machen, weil ich einfach die solche grundsätzlichen Dinge für wichtig halte. Also, ganz wichtig, setzt euch diese Ziele, vor allem schreibt euch diese Ziele auf und versucht diese quasi in so Art Tagesplänen runterzubrechen. Das ist so mein persönlicher Tipp, was bei mir zumindest gut klappt. Im heutigen Video geht es eigentlich mehr so um, ich sag mal, eine sehr kurzfristige Sache, und zwar um eine Art Challenge. Und zwar nenne ich das jetzt mal eine Art Q1-Challenge. Ja? Das heißt, die ersten 3 Monate dieses Jahres werde ich mir quasi gewisse Dinge vornehmen, gewisse Verhaltensweisen vornehmen. Und ich werde jetzt auch gar nicht irgendwelche persönlichen, unternehmerischen Ziele hier reinbringen, sondern wirklich also Ziele, die auf Gesundheit bezogen sind und einfach für mich was bringen und für mich auch eine Art Entbehrung bedeuten. Was meine ich mit Entbehrung? Zum Beispiel, also ich bin Moslem, für mich ist es keine Entbehrung, wenn ich keinen Alkohol trinke. Das ist für mich normal. Ja? Das heißt, wenn ich mir jetzt vornehme, keinen Alkohol zu trinken, ist es wenig sinnvoll. Was ich jetzt mache, ist sozusagen für mich so eine Art Ziele zu setzen, die für mich schon so eine Art Entbehrung oder einen Sinn haben, wo ich einen langfristigen gesundheitlichen Zweck daran sehe, sag ich mal. Okay, ich glaube, es ist rübergekommen, was ich meine. Also meine erste Challenge, die ich quasi im ersten Quartal quasi starten werde, ist, ich werde keine Süßgetränke mehr konsumieren. Das heißt, alle zuckerhaltigen Getränke sind für mich verboten. Ich habe gemerkt, dass ich viel zu viele Süßgetränke konsumiere. Die WHO hat eine Vorgabe, dass man nur 25 Gramm Zucker am Tag, also freien Zucker in Form von Getränken zum Beispiel, zu sich nehmen soll. Und jeder, der mal so sich eine Limonadeflasche angeguckt hat oder so eine Dose, der weiß, dass da weit mehr Zucker drin ist. Und ja, also allein aus diesen Beweggründen habe ich mir dann vorgenommen, einfach weniger Süßgetränke zu trinken. Wenn du allein 2 solcher Dosen trinkst, egal welche Limonade, dann hast du schon fast eigentlich diesen WHO-Wert erreicht. Und deswegen keine Süßgetränke mehr. Ich habe mir aber gesagt, dass ich quasi so 3 Freijoker habe, einfach um gewisse Durststrecken, also Momente der Schwäche einfach mal auch in dem Moment zuzulassen, aber dann auch wieder zurück auf die Spur zu kommen. 3 Joker habe ich und das ist sozusagen das, was ich mir dann frei halte. Ziel Nummer 2. Es geht um Fleischkonsum. Ja, also ich ernähre mich zum großen Teil vegetarisch, aber noch nicht vollständig. Ich esse zum Beispiel gerne Döner oder auch mal was Gegrilltes, ja. Also eigentlich eher so also von den Fleischsorten die ungesundeste Art von Fleisch. Und ich habe zum Beispiel in der Vergangenheit auch Videos über Fleisch gedreht, was Fleischkonsum für den Menschen bedeutet, was es für unsere Vorfahren bedeutet hat, was es für unsere jetzige Gesellschaft bedeutet, welche Nachteile das birgt. Und
für mich geht es gar nicht mal um Klimaschutz. Also auch wenn es jetzt gerade in den Medien sehr groß ist, dieses Thema. Also mir geht es nicht darum, irgendwelche Tiere, das Tierwohl zu schützen, auch wenn das natürlich ein sehr lobenswertes Ziel ist, sollte jemand sowas haben. Mich hat eine andere Sache überzeugt. Ich habe eine Doku bei Netflix gesehen, und zwar heißt es The Game Changers, und da spielen richtig viele Persönlichkeiten eine Rolle. Also dieser Film ist auch von vielen Menschen produziert, das ist so eine Art Gemeinschaftsprojekt, würde ich jetzt sagen. Da sind so auch also Persönlichkeiten von Silicon Valley, also zum Beispiel die Vize-Chefin von Facebook hat auch an diesem Film mitgewirkt. Und da spielen Promis wie Arnold Schwarzenegger mit und erzählen einfach ihre Geschichte, wie in der Vergangenheit Fleischkonsum wie so eine Art Gesundheitsstatus hatte, dass dann quasi Fleischkonsum mit Fitnesstraining gleichgesetzt wurde. Das heißt sozusagen, wer Fleisch isst, der baut Muskeln auf. Und diese Denkweise nach dem Motto, wer Fleisch isst, der hat Energie und solche Sachen. Und das sind alles, meiner Meinung nach, also nachdem ich die Doku gesehen habe, nachdem ich mich belesen habe, Irrtümer. Also diese industrialisierte Form von rotem Fleisch, die wir zu oft in der Woche konsumieren, die ist nicht gesund. Und ich glaube, eine vegetarische Ernährung ist sinnvoll. Ich werde es probieren. Ich will nicht Vegetarier dauerhaft werden, das habe ich jetzt erstmal nicht vor. Aber ich wollte mal probieren, wie es für mich so ist, ob ich dann in der Lage bin, auf Dönerfleisch und all das sozusagen zu verzichten. Also, keine Süßgetränke mehr, kein Fleisch. Also das heißt, ich werde mich vegetarisch, nicht vegan ernähren. Das heißt also, sowas wie Eier und Milch oder sowas lasse ich erstmal noch drin. Ich glaube, das wäre eine Nummer zu hoch für mich, wenn ich auch das weglassen würde. Und ja, ich sag mal, Challenge Nummer 3. Ich möchte, ich sag mal, viermal die Woche Sport machen. Das heißt, an 4 Tagen in der Woche Sport machen. Und dazu habe ich mir überlegt, dadurch, dass ich jetzt im PJ bin und eher wenig Zeit für Fitnessstudio habe, ich weiß, es klingt wie eine Ausrede, habe ich mir vorgenommen, ich sag mal, Freeletics zu machen, weil ich sowieso, ich sag mal, morgens joggen gehe und da passt das eigentlich ganz gut rein. So, ja, da kann ich einfach mich bewegen. Ich muss mir noch überlegen, ob ich es morgens machen werde ob ich meine Jogging-Angewohnheit irgendwie verschieben muss. Auf jeden Fall habe ich das so vor, sozusagen mit dieser Angewohnheit so ein bisschen zu kombinieren. Das heißt, ich werde so ein bisschen Richtung Muskelaufbau gehen. Aber ich werde dann auch auf meine Ernährung natürlich mehr achten und alles. Mal schauen, was bei rumkommt. Es geht mir mehr so um diese Disziplin und weniger um das Outcome. Ja? Also, ich hoffe, es ist verständlich geworden, was ich vorhabe. Ich hoffe, dass einige von euch sich auch ähnliche Ziele gesetzt haben. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Habt ihr Neujahresvorsätze oder denkt ihr, das ist völliger Quatsch? Folgt mir übrigens auch auf Instagram. Manchmal habe ich da Stories, die ich da einfach auf kürzerem Wege direkter verfassen kann, weil ein Video aufzunehmen, das braucht schon seine Zeit, das braucht ein Skript, das braucht eine Vorbereitung. Und Instagram über die Stories habe ich da einfach eine Möglichkeit, noch direkter zu euch zu kommunizieren. Also, ich werde unten meinen Instagram-Account verlinken. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne folgen. Ich danke euch schon mal. Abonniert und teilt auch diesen Kanal und teilt das Video. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Sinan.